Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Nun bringen wir eine neue Berichterstattung auf Augenhöhe der Bürger für die Bürger. Schön, dass Sie uns dabei zuschauen. Hallo, mein Name ist Günther Bayer, ich bin der Präsident vom Jiu-Jitsu-Verband Baden. Jiu-Jitsu wird in Baden in knapp 40 Vereinen von knapp 2.500 Mitgliedern betrieben. Jiu-Jitsu ist eine Selbstverteidigung und Kampfsportart, die sich durch Treten, Werfen, Hebeln Vorteile gegenüber dem Gegner oder Partner versucht zu erarbeiten. Jiu-Jitsu ist eine moderne Selbstverteidigung, 1970 von der Polizei und von dem Deutschen Dan-Kollegium entwickelt und wurde immer weiter dann auch verfeinert und neue Einflüsse wurden dann auch mit eingearbeitet. Jiu-Jitsu ist ein sehr umfangreiches System. Wir basieren auf drei Säulen: Wettkampf, Sport, Kunst und Selbstverteidigung. Das eine befruchtet jeweils das andere, ist aber immer auch entsprechend getrennt etwas zu betrachten. Aus vielen anderen Kampfsportarten können wir Elemente übernehmen. Das ist das Schöne am Jiu-Jitsu. Letztendlich kann ein Jiu-Jitsuka bei allen Einheiten von anderen Kampfsportarten auch mittrainieren. Sowohl im Schlagbereich als auch im Wurfbereich finden wir Partnerschaften im Judo, im Sambo, im Ringen, beziehungsweise dann im Kickboxen, Boxen, auch wenn es mal ein bisschen härter zur Sache geht. In den allgemein verbindenden Systemen ist Jiu-Jitsu gut zu Hause und bildet eine sehr stabile kampfsporttechnische Grundausbildung. Hallo, TV Überregional berichtet heute von dem größten Jiu-Jitsu-Seminar in Deutschland, Baden rockt 2019 in St. Leon Roth. Knapp 500 Teilnehmer haben hier unheimlich viel Spaß auf der Matte bei verschiedensten Referenten und wir gehen einfach mal mit euch durch und zeigen euch, was da die Referenten mit den Teilnehmern so alles durchexerzieren. So, einer der Kracher-Referenten bei Baden rockt 2019, Frank Wienicke. Wer Judo kennt und liebt, kommt um den Namen Frank Wienicke nicht rum, der Judo-Geschichte geschrieben hat und lange Zeit auch als Bundestrainer Judo-Geschichte geschrieben hat. Frank, Baden rockt ist nicht das erste Mal dieses Jahr. Ja, ich bin das zweite Mal jetzt hier. Das zweite Mal, ich glaube 2013 war ich das erste Mal hier, hat mich der Achim eingeladen, Achim Hanke. Ja, und ist natürlich eine fantastische Atmosphäre hier, auch mit den ganzen Budo-Sportarten gemeinsam zu unterrichten. Das ist toll. Die Leute können sich alles aussuchen und einfach fantastisch. So viele Menschen hier, ich glaube 500 bis 600 sind hier. Einfach toll. Deine Einheiten sind ja immer proppevoll. Schmeicheln natürlich dem erfahrenen Trainer. Wie ist es für dich, auch artfremde Menschen dann zu unterrichten in solchen komplexen Seminaren? Ja, ich unterrichte natürlich Judo in erster Linie und Jiu-Jitsuka, wie hier jetzt gerade, die meisten hier, die haben ja Part 1, 2 und 3 und Judo ist doch nochmal ein bisschen feiner, nochmal feiner ausgearbeitet, wenn man im Wettkampf arbeitet und so ein Schulterwurf ist nicht gleich ein Schulterwurf oder so ein einbeiniges Standtechnik, da wird schon noch viel mehr dran gearbeitet, international und das will ich denen hier zeigen, also Judo auf allerhöchstem Niveau und die stellen sich wirklich sehr hervor. Dann. Ganz toll. Also, aus berufenem Munde, dickes Lob an unsere Teilnehmer. Danke dir, Frank. Thank you.
Natur. Darf ich dich gerade so ein bisschen TV überregional? TV überregional. Ne, gerade so ein kurzes Interview machen wir dann. Arthur Allerborn, der nächste Kracher auf der Liste der Referende bei Baden-Rockt. Wenn man von Jujutsu-Kontakt, Allkampf oder Kontaktsport spricht, dann hat der Name Arthur Allerborn einen ganz besonderen Klang. Herzlichen Dank. Nichts zu danke. Eine Aussage von dir war mal, meine Sportler, die müssen mich nicht lieben, die müssen besser werden. Das verpackt aber immer mit so einem charmanten Lächeln, dass ich gar nicht merke, dass ich ihn trotzdem ganz aus tiefstem Herzen liebe. Das liegt daran, weil ich sie liebe. Das ist nur gegenseitige Liebe. Das sollte ja hoffentlich so sein. Arthur, ein Riesending ist deine erfolgreiche Serie Allkampf-Wettkämpfe mit Kindern. Ja. Ich war begeistert von den Videos, die du mir geschickt hast. Extrem hohes Niveau, schon bei den 8-Jährigen. Wie lange haben die trainiert auf diese? Das ist immer unterschiedlich. Also die trainieren für diese Meisterschaft nicht besonders, sondern da wird das ganz normale Trainingsprogramm durchgezogen und die kämpfen dann halt an der Meisterschaft, wie sie trainieren. Aber wie lange haben die dann im Training schon? Das kann ich nicht sagen, weil manche sind ganz früh da, manche sind schon ganz lang da. Also ich habe welche, die tatsächlich nach 4 Monaten schon wirklich hervorragend kämpfen. Ich habe welche, die sind schon 4 Jahre da und entwickeln da ist die Liebe zum Sport oder zur körperlichen Auseinandersetzung. Ja. Ja, also das ist unterschiedlich. Aber man muss dann schon sagen, du bereitest ja extrem auf technischem hohem Niveau vor. Du lässt ja niemand von deinen Kindern auch einfach nur so rein zum Raufen, sondern die haben schon... Breitensportler und Leistungssportler sind eigentlich gleich. Beide wollen einen Leistungszuwachs. Die einen wollen kämpfen, die anderen wollen nicht kämpfen, aber den Leistungszuwachs, den müssen sie alle spüren. Wenn keine Leistung, wenn sich nichts verbessert, dann denken sie, Gottes Willen, gehen wir wieder hin und spielen eine Runde Basketball. Die sind hier, weil sie einen Sport machen und sich verbessern wollen. Und dafür muss ein Leistungszuwachs da sein. Also da muss was wachsen, sonst sind sie falsch. Oder bin ich falsch? Und dass er nicht falsch ist, dafür zählen die vielen Erfolge, die deine Sportler einfach mit nach Hause bringen und zu den Besten gehören in Deutschland. Ja, Gott sei Dank. Und wir sind sau froh, dass wir einen Arthur im Boot haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Alles gut? Ah ja, wunderbar. Wir holen jetzt nochmal den Bursche da raus. Dann lasse ich ihn sich drehen. Ah, grüß dich. Mensch, und? Punktlandung gemacht, ich komme jetzt zu früh und können wir die reden? Weißt du, wie das ist? Du musst jetzt, ich kann. Man muss, genau, man muss gucken, wo man reinkommt. Auf nettes Bild? Doch. Alles klar. TV Überregional. TV Überregional, herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, wir sind hallo. Wir können einer unserer erfolgreichsten Sportler, 10-facher deutscher Meister, Weltmeister in verschiedenen Systemen und Europameister in verschiedenen Systemen, stilübergreifend, Joachim Tumpfert. Und er ist so stilübergreifend, dass er nicht in die Wüste geschickt wurde, sondern mit vielen Möglichkeiten geködert. Seit ein paar Jahren arbeitet Joe in Abu Dhabi und arbeitet dort an der Olympisierung unseres Sportes und an der Ausbreitung des Jiu-Jitsus weltweit und ist sehr, sehr erfolgreich. Joe, was hat sich die letzten 5-4 Jahre getan, seit du nach Abu Dhabi abgewandert bist? Ja, also hier in Baden hat sich viel getan, weil der Günther Präsident geworden ist. Aber es tut sich weltweit wahnsinnig viel. Jiu-Jitsu wächst, ich sag manchmal wie ein Pilz fast. An jeder Ecke machen irgendwelche Schulen auf. Wir sehen natürlich, dass die nicht einheitlich organisiert sind. Also die Idee vom olympischen Gedanken ist jetzt, dass man reinbringen muss, dass man auch in eine Organisationsstruktur reinarbeitet, die olympischen Werte vertritt. Das ist auch eine Sache, die nicht automatisch überall gegeben ist, gerade wenn der Sport kommerzialisiert wird. Aber der Weltverband hat 40 neue Mitglieder gekriegt. Also wir haben jetzt 126 Mitgliedsländer.
die dabei sind. Wir hatten 54 Länder auf der letzten Weltmeisterschaft in Schweden, obwohl da ja die Visabedingungen auch nicht so einfach sind. Die Anzahl der Athleten hat sich vervierfacht. Das ist in den letzten 5 Jahren passiert. Wir sind in den Asian Games, jetzt auch in der 2. Edition. Also wir werden auch in China, in Hangzhou, bei den Asian Games wieder vertreten sein mit Jiu-Jitsu. Sind also in Asien schon voll olympisch anerkannt und arbeiten jetzt auch sehr stark mit dem Olympischen Komitee. Aber eben nicht nur im Leistungssport, sondern auch ganz viel in Sozialprojekten. Sicherheit für Mädchen. Wir haben ganz tolle Projekte in den Philippinen laufen mit sexuell missbrauchten Kindern, die dort jetzt Jiu-Jitsu trainieren und denen das mehr wert ist als jede Psychotherapie, dass das funktioniert, die wieder aufzufangen. Und hier aufgreifend haben wir heute gesagt, machen wir ein Statement. Jiu-Jitsu zeigt Verantwortung, nicht nur Spaß und Spiel, sondern Jiu-Jitsu ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung sehr wohl bewusst. Ob mit unseren Projekten, nicht mit mir im Kinder- und im Jugendbereich, als auch mit unseren Frauenselbstverteidigungskurse. Und da haben wir uns dieses Mal überlegt, machen wir ein richtig großes Ding draus. Joe, erzähl mal mehr. Wir haben die Möglichkeit, dass man einfach, am Ende braucht man irgendwo eine Finanzierung, man muss eine Möglichkeit haben, wie kann ich in die armen Bereiche, wie kann ich zu nicht so privilegierten Menschen Sport bringen als ein Mittel der Bildung, als ein Mittel, in manchen Bereichen wirklich ersetzt eine Psychotherapie. Und wir wollen einfach eine Crowdfunding-Basisfinanzierung machen und ich hab jetzt ein paar Anzüge mitgebracht, die wir dann mehr verlosen werden, dass wir was davon haben. Und wir werden einfach diese kleinen Summen zusammensammeln in vielen, vielen Aktivitäten, probieren Andenken weiterzugeben, Anzüge weiterzugeben, Material, damit wir dann wieder Mittel haben, die wir eventuell auch wieder aufstocken können durch weitere Sponsoren, um Training zu geben in Äthiopien, Afrika, Simbabwe haben wir eine Trainingsgruppe, dieses Projekt in den Philippinen. Wir haben einen Sponsor, der 300 Anzüge nach Thailand bringen wird in dem nächsten Monat. Nur die Anzüge bringen nichts, also brauchen wir ein bisschen Geld, damit wir einen Trainer bezahlen können, der dann auch mit den Kindern arbeitet. Die thailändische Regierung wird das dann logistisch unterstützen. Und wir machen hier dann einen Anfang, indem wir sagen, wir geben auch Andenken und Material weiter, damit wir dann arbeiten können und kleine Summen sammeln, größere Summen sammeln, damit wir den Sport für jedermann zugänglich machen. Auch unser Hauptsponsor hier, U-Sports, steuert einen Gi, einen besonderen Gi bei, den wir verlosen. Auf dem Gi werden alle Referenten dann später unterschreiben. Und am Ende wird der Gi in der richtigen Größe des Gewinners dann entsprechend übergeben. Ein wichtiger Teil, der Vorteil bei unserer Spendenaktion ist, dass wir keinerlei Reibungsverluste haben über irgendwelche Föderationen oder über irgendwelche Organisationen. Da ist immer so ein bisschen ein Problem, dass 60-70% auf der Strecke bleibt. Wir nutzen unsere Struktur, die eh da ist, und eine Spende kommt dann direkt vor Ort den Menschen zugute. Außerdem, Joe ist heute eines der wenigen Male in Deutschland auf der Matte und wir lassen ihn jetzt einfach noch ein bisschen weiter rollen mit den Jungs. Die sind schon alle ganz heiß, bei so einem Ass auf der Matte trainieren zu dürfen. Es ist mir ein Fest. Danke sehr und danke für die Einladung. Takedown. Einfache, schnelle Technik. Ich bin jetzt nicht hier, ich bin hier. Nächste Position. Gleiche Idee, wir kämpfen, ich lande hier. Kann mit mehr Abstand sein oder kann auch sehr eng sein. Das sind die beiden Möglichkeiten, aber es ist erstmal eine ähnliche Position. Von hier kann ich oben Druck machen, reingehen, auch wieder auf den Hebel oder wechseln nach unten. Der kürzere Weg, auch der längere Weg, wäre hier. Was für mich wichtig ist, ist die Kontrolle dieser Hand. Weil er hat natürlich die Möglichkeit, hinten rumzugehen, zuzumachen.
jetzt ist mein Problem größer geworden, nicht kleiner. Wenn ich die Hand stark kontrolliere, unten lasse, habe ich einen großen Abstand, gebe ich ihm Druck ins Gesicht zuerst. Zumachen, ich persönlich stelle auch mein Bein gerne eng ran. Ich will ihm hier keine Möglichkeit geben. Ich gehe lieber eng ran, rein, Druck nach oben, Hebel. Den Hebel kann ich dann wie einen Außendrehwurf machen, dann dürfte der Arm ab sein. Ich kann ja von hier einfach in den umgekehrten Außenhebel eingehen. Das wäre der Übergangsstand Boden. Hier rein, Übergang, unter die Kontrolle. Oder hier rein. Ich habe meine Distanz aufgebaut oder ich kann von hier Annalena, seit wann machst du denn eigentlich Jiu-Jitsu? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mittlerweile sind es 11 Jahre. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Dann brauchen wir mit 11. Also so ungefähr in dieser Größe. Ungefähr. Und mittlerweile ist er eine der erfolgreichsten Duo-Athletinnen Deutschlands und international auch entsprechend erfolgreich. Was waren eure größten Erfolge? Weltmeistertitel in der U21 2015 und dritter Platz bei der World Games. So sehen sie aus, die Gewinner bei uns. Neben deinem Engagement im Leistungssport, das heißt auch tagtäglich mehr oder weniger trainieren bzw. im Training zu stehen und auch unter Dopingkontrolle dann entsprechend zu agieren. Das heißt, nicht einfach mal beim Schnupfen irgendwie Nasenspray nehmen, nee, sondern entsprechend ganz klare Vorgabe. Das ist das, was ein Leistungssportler entsprechend auch aufgebürdet kriegt, wenn er in die sportliche Förderung rein möchte. Aber dazu, man glaubt es ja kaum, übernimmst du ja auch noch Training in deinem Verein, im Kinder- und im Jugendbereich. Ne? Und wenn große Veranstaltungen sind, im Kinder- und Jugendcamp im Sommer, noch als Betreuerin entsprechend auch noch Verantwortung. Da habe ich sie auch erleben dürfen, wie sie entsprechend sehr massiv aufgetreten ist und auch ihre Frau gestanden hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Was hat dir dein Sport gegeben oder bist du auch durch deine berufliche Ausbildung entsprechend da reingerutscht? Was würdest du gewichten? Der Sport hat mir schon sehr viel gegeben. Das ist bei uns in Flipsburg immer ein Geben und ein Nehmen. Der Verein, der gibt sehr viel. Und jetzt ist die Zeit einfach, das auch mal dem Verein oder dem Verband wieder zurückzugeben. Deswegen engagiere ich mich sehr gerne in der Jugendarbeit oder auch die Aufgaben, die anstehen, dass man die übernimmt. Also ich durfte letztes Jahr auch und vorletztes Jahr auch dabei sein, wenn 250, 300 Kinder wild durch die Gegend rennen, da die Übersicht und die Ruhe zu bewahren. Das ist schon sehr bewundernswert. Und ihr habt ja auch immer in Philipsburg, wann ist da das Kindertraining? Montags und Mittwochs jeweils 18 Uhr. Das sind ja auch immer 30, 40 Kinder locker auf der Matte. Und ihr seid immer auch 3, 4 Trainer, ansonsten wäre das gar nicht ja zu meistern. Aber die Kaderschmiede Philipsburg, du bist ja auch nicht allein. Nein. Also, wie viel Kader, Duopaare habt ihr jetzt eigentlich? Also im Moment sind wir 8 Leute, 4 Teams im Bundeskader und im Landeskader müssten es 10 sein. Erkläre kurz Duo. Es ist eigentlich ein Showkampf, der sich auf die Selbstverteidigungstechniken, der basiert auf den Selbstverteidigungstechniken. Das ist, man hat einen Pre-Attack, der Hauptangriff ist gegeben, folgt ein Wurf und ein Abschluss. Jeweils 3 Serien zu 4 Angriffen. Und jetzt sind wir ganz gehässig, aus dem Stand, dass das nicht nur Show ist, sondern auch wirklich funktioniert. Wir greifen jetzt willkürlich mal einen Mann raus, okay, der dich angreift. Ich würde mal sagen, den jungen Mann da. Den Jungen in blauem Gi. Den Jungen, hol mal her. Komm ihn mal her. Genau. Du heißt? Tom. Der soll jetzt mal die Annalena angreifen und dann schauen wir mal, was sie so macht. Das war ja wohl nix, ne? Also da erwarten wir schon mal mehr Angriff. Nochmal angreifen. Also das ist ja...
Wir können das jetzt stundenlang so weiterführen, aber wir lösen das jetzt ein bisschen auf. Tom ist ja auch nicht nur irgendwie aus der Masse gegriffen, sondern Tom ist unser World Games Sieger. Wann war das? 2013. Und beide kommen aus Philippsburg, aus der Kaderschmiede. Wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen Verein in Deutschland, der so viel World Games und Weltmeister hat im Duo wie Philippsburg. Und dass sowas ewig Zeit braucht zum Trainieren und nicht einfach nur so dahergeschlonzt ist, ich denke, das dürfte der Betrachter selbst sehen. Tom, Annalena, vielen herzlichen Dank. Wir machen gerade mal mit dem Tom weiter. So, ist unglaublich, Tom, der Tausendsasser. Tom ist auch noch Jugendsekretär im Deutschen Jiu-Jitsu-Verband. Und der Jiu-Jitsu-Verband und Baden, wir haben da ein super sensationelles Programm, das nennt sich Nicht mit mir. Und das ist auch in Baden-Württemberg auf der Seite der Gewaltprävention zu sehen. Wir sind also anerkannt in Baden-Württemberg von Polizei und der Kommunen, entsprechend dieses Nicht mit mir in Kindergärten, Schulen entsprechend zu lehren. Tom, kannst du da ein bisschen mehr erklären dazu? Ja, also Nicht mit mir, Gewaltpräventionsprojekt des Deutschen Jiu-Jitsu-Verbands. Wir haben mittlerweile 1100 Kursleiter Ausgebildete. In allen 17 bei uns Landesverbänden, Baden und Württemberg sind da getrennt. Wir bieten mehrere Kursleiterausbildungen im Jahr an. Wir haben zwei altersorientierte Arbeits- und Begleithefte, eins für ab 5 und eins ab 8 Jahren. Wir bieten die Kurse an Schulen an, an Kindergärten, für Vereine. Ich habe schon in einem Reiseclub angeboten. Also da gibt es keine Grenzen. Wie ja schon erwähnt, der Weiße Ring arbeitet mit uns zusammen. Die Hochschule für Polizei in Wiesbaden. Baden, die Uni Heidelberg, wo die Sportstudenten einen Kurs belegen können und dort auch die Ausbildung machen. Also da sind wir echt super vernetzt. Baden rockt bedeutet natürlich nicht nur Jiu-Jitsu. Der Vorteil von Jiu-Jitsu ist, dass man überall mittrainieren kann und wir überall in anderen Kampfsportarten auch befreundete Systeme haben. Aus Frankreich, Belgien, Alain Sailly mit Gochindo, Jiu-Jitsu, ein wahnsinnig schöner, edler Stil, der verschiedenste Techniken aneinanderreiht und das auch wie eine Kata entsprechend dann auch ausgeübt wird. In der Mitte haben wir BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, das im Jiu-Jitsu als Nevasa gekämpft wird. Auch da haben wir sehr viele Freundschaften. Bodenkampf ist immer im Jiu-Jitsu enthalten, ob in der Selbstverteidigung, wo wir es versuchen zu vermeiden, aber trotzdem darauf reagieren können, oder als Wettkampfsportart, der bis ins hohe Alter betrieben werden kann. Man muss da nicht mal übel fallen, sondern bewegt sich dann spielerisch auf dem Boden und das ist dann wie Schachspiele und macht irrsinnig viel Spaß und hat eine wahnsinnige sportliche Komponente. Michel van Riet aus den Niederlanden, ein weitgereister Kampfsportler, der mittlerweile in Russland als Profitrainer angestellt ist, ein wahnsinnig toller Techniker in verschiedensten Systemen zu Hause, mittlerweile auch im MMA, Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu beheimatet und früher ein exzellenter Jiu-Jitsu-Wettkämpfer. Arthur Allerborn mit seiner Kickbox-Schule Allerborn in Backnang ansässig, einer der ganz Großen in der Fighting-Szene, einer unserer besten Trainer, Diplom-Sportlehrer und ehemaliger Weltranglisten-Thai- und Kickboxer und einer, wie gesagt, der versiertesten Trainer im Bereich Vollkontakt-Kampfsportarten. Frank Wienige, die Koryphäe im Judo, langjähriger Bundestrainer des Deutschen Judo-Bundes, Trainer von vielen weiteren Olympiateilnehmern. Er hat Olympiageschichte geschrieben mit seinem Olympiasieg. Ein fantastischer Trainer, auch im Judo eine herausragende Figur durch seine Persönlichkeit und jahrelanger Freund auch des Verbandes. Man trifft sich, man schätzt sich und wir sind immer sehr dankbar, wenn wir von Frank die neuesten Einflüsse aus dem Judo mit auf die Matte bekommen.
So, jetzt haben wir den Hauptübeltäter an der Stelle, Achim Hange, 8. Dan, Jiu-Jitsu, einer unserer höchsten Dan-Träger im Land und vor allem auch im Bund. Und ohne Achim wäre Baden-Rockt nicht so, wie es ist und wahrscheinlich auch kein Baden-Rockt. Achim, was hat dich bewogen, irgendwann mal zu sagen, jetzt drehen wir mal kräftig am Rad? Über allem steht das Interesse der Gemeinsamkeit, dass Budo zusammenkommt. Alle Sportarten, die sich Budo nennen, zusammen trainieren. An einem Tag, an einem Ort aus ganz Deutschland. Und da du einer der meistgereisten Trainer bist in Deutschland, du lädst ja die meisten Referenten auch ein. Du bist dann auch immer zu Gast bei Seminaren, bei denen in anderen Stilarten. Wie ist denn da die Seminargröße? Ungefähr ein Fünftel von dem, was wir hier haben. 100 bis 120 Leute ist der Durchschnitt und wir schaffen es immer wieder, Gott sei Dank, sehr viele Menschen zu uns zu bringen. Das wollte ich hören, war aber nicht abgesprochen. Aber man kann schon mit Fug und Recht sagen, dass wir das größte Seminar in dem Bereich sind, Jiu-Jitsu auf alle Fälle. Ja. Aber ich kenne jetzt auch kein Seminar, das größer wäre in dieser Konstellation mit so viel Mattenfläche und so viel Teilnehmern. Da können wir schon recht stolz sein. In St. Leon Roth hier auch eine tolle Veranstaltungslocation gefunden zu haben, die uns super unterstütze und wir einfach schalten und walten können, dass es für alle Teilnehmer passt. Ja, noch was dazu sagen. Ja, Gott sei Dank, dass das Harris ein einmaliges Gebäude, Gelände ist, eine tolle Location und wir haben ausreichend Platz, uns komplett auszutoben und auch in die Halle 1400 Quadratmeter Matten zu legen. Traumhafte Bedingungen. Persönlich auch etwas vom Kameramann, ganz nebenbei der Inhaber von TV Übrigenal. Vor etwa 30 Jahren hat der Achim mir angefangen, Jiu-Jitsu beizubringen. Ich bedanke mich bis heute in aller Ehre bei dir, weil das hat mein ganzes Leben verändert. Und ich empfehle jedem, Jiu-Jitsu beizutreten. Sehr gern, Oliver, sehr, sehr gern. Und schön, dich heute auch wieder live zu erleben. Vielen Dank, dass du da bist. Und hab einen Selbstbodycheck gemacht. Dann fall ich so hier hoch. Okay? Partnerweise zusammen. Letzter Durchgang. So, also jetzt wird's heftig und hart und real. Und wer könnte das besser verkörpern als der ehemalige Leiter der AGSV des Deutschen Jiu-Jitsu-Verbandes und Ralf Pfeiffer, jetziges Mitglied der AGSV, Arbeitsgruppe Selbstverteidigung in Baden. Und beim Carsten machen wir jetzt einfach den Sprung auch rüber, auch Mitglied der Arbeitsgruppe Selbstverteidigung in Baden. Und was unterscheidet jetzt diese Form der Arbeitsgruppe Selbstverteidigung vom normalen Kampfsporttraining? Wir wollen das Thema Gewalt von A bis Z beleuchten, sprich wir stellen uns nicht mit erhobenen Händen voreinander, wissen, was auf uns zukommt, sondern wir fangen wesentlich früher an. Wir wollen Gewalt erkennen, wieso entsteht Gewalt, wie kann ich das erkennen, wie kann ich dem aus dem Weg gehen, wie kann ich sowas vielleicht noch verbal deeskalieren. Und wenn das nicht geht, wollen wir mit möglichst einfachen Mitteln, mit einfachen Techniken, möglichst realitätsnahe Trainingsformen überstehen. Bedeutet realitätsnah, so nah an der Realität, wie es der Sicherheitsaspekt zulässt und so dynamisch, wie es halt irgendwie geht. Was dabei wichtig ist, ist, unsere Techniken beruhen auf menschlichen Reflexen, die eh in uns verankert sind oder auf alltäglichen Bewegungen. Das heißt, sie müssen nicht erst kompliziert erlernt werden, weil sie unter Hochstress mit einem Puls von 220 und einer immensen Adrenalinausschüttung kaum umsetzbar sind, sondern sie sind eh in uns drin, dass wir auch unter Stress handlungsfähig bleiben. Das ist der, in meinen Augen, der größte Unterschied zwischen Kampfkunst, Kampfsport und unserer Selbstverteidigung. Ralf, mit der Arbeitsgruppe Selbstverteidigung haben wir in Baden ja einiges vor. Die nächsten Jahre, was sind denn so die Eckdaten? Ja, wir versuchen jetzt natürlich in diesem Bereich wieder zu beginnen, zu starten, im Bereich für unsere Jiu-Jitsu-Verbandsmitglieder zunächst mal Lehrgänge auszuschreiben, so circa 2 pro Halbjahr. Das heißt, wir werden jetzt im zweiten Halbjahr noch 2 machen. Im kommenden Jahr haben wir dann 4 an der Zahl geplant.
und versuchen dann auf diesem Wege noch weiter aufzubauen, mehr Leute in die AGSV mit hineinzuholen, um das noch weiter dann strukturell aufbauen zu können und vielleicht auch dadurch Impulse auch in anderen Ländern wiederzusetzen, wo die AGSV natürlich leider auch wieder etwas ins Hintertreffen oder in Vergessenheit geraten ist. Deshalb, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, diese AG, diese Techniken, dieses Konstrukt wieder ins Laufen zu bringen, weil wir an für sich, wir drei oder die anderen, die noch mitarbeiten, der Meinung sind, nur so kann eine reale Selbstverteidigung auf der Straße auch funktionieren. Sport ist das eine, Leistungssport, Wettkampf mit Regeln, Prüfungsprogramm mit festen Vorgaben, aber draußen auf der Straße gibt es weder Regeln noch Vorgaben, sondern da ist jeder auf sich selber gestellt. Und jeder muss lernen, mit seinen Ressourcen, die er hat, körperlich oder technisch, dann auch zu arbeiten in verschiedenen Situationen. Die Arbeitsgruppe Selbstverteidigung in Baden wird die nächsten Jahre viele Lehrgänge geben. Wir haben ein super tolles Expertenteam, die sich auch in verschiedenste Bereiche weiterbildet, weltweit mit einem Niveau, das man wahrscheinlich selten irgendwo anders findet. Wir werden Seminare geben, aber wir werden auch Szenarientrainings anbieten. Das ist dann die Quintessenz des Ganzen, wo jeder mit seinen Fähigkeiten letztendlich dann auch überprüfen kann, wie reagiert mein Körper unter Hochstress, was bin ich überhaupt in der Lage zu leisten. Und aus dieser Erkenntnis gibt es dann sehr individuelle Einschätzungen, inwieweit man denn ganz gerne Streit sucht oder besser vermeidet. Jungs, ich wünsche euch noch richtig viel Spaß. Dankeschön. Also unverhofft kommt ja oft. Unverhofft kommt oft und das haut mich jetzt von der Socke. Du bist die Tochter vom Dirk Sager. Ja. Wir können es jetzt hier sagen. Unglaublich, vor fast 30 Jahren bin ich mit ihrem Vater auf der Matte gestanden und wir haben uns trefflich geprügelt. Und du bist jetzt auch in die Fußstapfen von deinem Vater getreten. Erzähl mal, Jujutsu, was ist denn das für dich? Also ich habe damit angefangen, seitdem ich in der da war ich 5 Jahre und es ist mir für mich einfach eine Leidenschaft geworden. Ich mache es einfach aus Spaß und es ist einfach etwas, worauf ich mich jede Woche aufs Neue freue, weil ich mich da einfach auspowern kann und es mir vielleicht auch im Alltag helfen kann. Ja. Super. Ist eigentlich genau das, was wir hören wollen. So, und wenn dir das so riesig Spaß macht und das ist ja auch was dann für deine Altersgenossinnen und Genossen, vor allem für Mädels. Im Jiu-Jitsu haben wir eine extrem hohe Dichte an super motivierte junge Frauen und wir haben es ja vorhin auch bei Annalena gesehen, wie engagiert unsere Damen im Sport sind. Und wenn die ganz gerne trainieren möchten, wo empfiehlst du hier in der Gegend? Wo sollen sie da hin? Also natürlich würde ich dann erstmal meinen Verein empfehlen, also der BC Waldorf. Wir suchen immer wieder junge, engagierte Leute, die jetzt bei uns trainieren wollen. Aber es gibt natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht gerade in der Nähe von Waldorf wohnt, gibt es bestimmt auch andere Vereine, die sich sehr freuen würden, wenn sie neue Leute dazu bekommen würden. Die Vereine können wir nachlesen unter www.jujutsu in Baden. Circa 40 Vereine haben wir über ganz Baden verteilt. Und wenn jemand aus dem Rest von Deutschland kommt, dort gibt es knapp 1000 Vereine, wo man Jujutsu entsprechend trainieren kann. Ey! Wir sind nicht nur lokal vernetzt, national, auch international. Joe hat es gerade bewiesen, er ist ein Kind aus Baden, aber international vernetzt. Wir haben hier den Präsidenten des Deutschen Jiu-Jitsu-Verbandes, Roland Köhler. Wir würden uns freuen, wenn du ein paar Grußworte an uns richten würdest. Gut, dann liebe Gäste um, liebe Sportler, begrüße ganz herzlich hier. Freut mich, dass so viele da sind. Also, ich kenne ja schon wahnsinnig viele, eigentlich habe ich so schon begrüßt. Und Referenten haben ja wirklich absolute Spitzenleute da. Ich glaube, das wird richtig gut. Einen großen Teil hat er mitgemacht. Ich hoffe, ihr könnt viel mitnehmen und vor allem, ihr habt viel Spaß. Dann möchte ich mich auch kurz bedanken für die Einladung beim Günther, jetzt läuft er gerade nach hinten, bei Michael, dann auch bei Rainer, möchte auch unseren europäischen Präsidenten Robert Mörz schon mal ganz herzlich extra begrüßen und wünsche euch allen einfach viel Spaß
und dann sehen wir uns später. Danke. Ja, vielen Dank. Und Frau Ollert hat schon gesagt, wir haben auch hier den Präsidenten des Europäischen Verbandes aus Slowenien, Robert Pörtsch. Wir würden uns freuen, auch ein paar Grußworte von dir zu machen. Gentlemen, first of all, compliments to the organizer to be such a beautiful and expertise crowd here in this sport hall. My compliments to the expert, instructors and teachers. For sure, seeing the line behind me, you will get a lot of knowledge and experience you can use in your later competition days or training days or just everyday life. I would just like to announce that 2 weeks ago we had a meeting at the European Olympics Games in Minsk. And Jiu-Jitsu will be for the next 6 months under the strict evaluation of the European Olympic Games with the aim to become the part of the next European Olympic Games, which will take part in 2023 in Poland. So this will be one of the reports we will send to the European Olympic Games, also how we handle Jiu-Jitsu as a multi-sport event in a way that we combine training, different martial arts, from youth, from children to grown-ups, the elder or senior athletes. I'm also very appreciated and honored to be here, so my compliments for 5 decades of activities to Jiu-Jitsu Verband Baden and the president, and also my compliments to the Jiu-Jitsu Federation from Germany for 50 years. And enjoy your time here. Me, it will be for a good time, as every time it is in Germany. So, without any further words, thank you for becoming to be able to be part of this team, and I'm looking forward for our future. Thank you. Wenn wir uns überlegen, 50 Jahre Jiu-Jitsu in Deutschland, 40 Jahre gibt es Jiu-Jitsu in Europa als Föderation, 30 Jahre die internationale Föderation. Hier ist der Ursprung. Das sind wir. Und wenn wir uns das überlegen und auch wenn wir die Gründung unseres Verbandes anschauen, mittlerweile haben wir den 3. Präsidenten. Hier vorne haben wir Rainer Schwarz, kommt wieder nochmal zu uns. Er ist mittlerweile unser Ehrenpräsident. Dieses Amt. Rainer, mit Würde, also auch vielen Dank, dass du uns nicht verloren gegangen bist. Lieber Günther, unser neuer Präsident, und das sind 2 Generationen an Präsidenten. Und einer der höchsten Anträger in Deutschland ist unser Heinz Lammerge, 9. Dan. Ein Mann der ersten Stunde, der kommt auch hier aus unserer Gegend. Und wenn wir über Ehre reden, über Respekt, über unsere Werte, was kann es dann anders sein, wenn man auf einer Matte eine der höchsten Auszeichnungen, die wir geben können, auch vergeben? Günther, wir wollten irgendwas noch gemeinsam sagen. Trägst du noch was dazu bei? Ja, ja, als neuer Präsident, ihr müsst mir das ein bisschen nachsehen, bin ich ein bisschen konfus. Von daher muss ich immer erst das sortieren. Aber das ist unglaublich, weil das, wo man gerne lehrt, das kann man eigentlich kurzfassen. Aber das kann man nicht kurzfassen. 50 Jahre Kampfsport kann man nicht einfach nur in einer Minute runterlesen. Das ist ein Leben. Das ist unheimlich viel Energie, wo da reinfließt. Und wenn wir mal gucken, vor 50 Jahren habe ich Jiu-Jitsu angefangen und dann Judo im ersten Mannheimer Judo-Club und das Jiu-Jitsu seit 1972 betrieben, da sind viele, viele abgesprungen oder sind irgendwo untergetaucht in anderen Kampfsportarten. Nicht so, ist mir zu wehren, sondern die hat tapfer weitergemacht. Vor 35 Jahren den ersten Dan in Jiu-Jitsu, 1984. Den ersten Dan in Jiu-Jitsu, 1985, soll keiner sagen, Baden nicht immer bei, dass die da auch vertreten. Vor 27 Jahren, dann ersten Dan in Judo, mein Gott, diese Energie. Vor 35 Jahren wurde das Kürzelbad Rabenau dann gegründet und vor 33 Jahren die erste Trainerlizenz. Mittlerweile weit über die Trainer-A-Lizenz hinaus. Als DÖV-Bundesreferent für Behinderten- und Seniorensport hat auch hier seine Fußspuren hinterlassen.
was das größte Gepräge, das waren die 20 Jahre Präsidententum in Baden, 20 Jahre Ehrenamt plus Geschäftsstelle. Der Preise, Hilfe, nicht nur auf dem Handel, sondern weiter drüber hinaus, die notwendig waren, um einfach eine Fortschritte hinzukriegen und nicht in eingetretene Frage stehen zu bleiben. Für diese Reiberei danke ich dem zu mir sehr. Das ist nicht nur menschlich, es bringt einfach auch menschlich weiter. Wir machen ein bisschen weiter in der sportlichen Karriere. Vor 34 Jahren gab es die Europameisterschaft in Rom und dort das erste Fighting, die Fighting-Form, die weit weg war von dem, was wir heute haben. Aber auch da war er dran, hat später. 4 Jahre weiter in Toledo, dann als Duo-Athlet mit Achim war das, gell? Jetzt ja. Also Achim ist dann dabei. Und vor 29 Jahren, das letzte Fighting-Jahr, Landesmeister, die Gewichtsklasse was an. Deutsche Meisterschaft im Formel-Wettkampf vor 19 Jahren, die letzte aktive Teilnahme an einem Wettkampf. Wir sehen jemanden, der nicht nur sportlich aktiv war, der den Sport kennt und liebt, sondern auch entsprechend als Funktionär versuchte, den Sport einfach zu machen. Und wie das mit der Funktionärsarbeit weitergegangen ist, das erzähle ich jetzt der Michael. Ja, brauche ich gar nichts zu erzählen, du hast es schon gesagt, seit 20 Jahren Präsident. Dieses Jahr im April von sich aus gesagt, 20 Jahre ist eine lange Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Wenn wir überlegen, wo Baden überall aktiv ist und ihr dankt uns Badern, indem ihr hier seid. Und uns bleibt dann nur dem Rainer für seine Arbeit, dich auszuzeichnen. Ehrenpräsident, das war eine Selbstverständlichkeit. Aber Roland Kruger, unser Präsident des Deutschen Jiu-Jitsu-Verbandes, der Deutsche Jiu-Jitsu-Verband hat sich, jetzt rede ich im Namen als Vizepräsident des Deutschen Jiu-Jitsu-Verbandes, entschieden, dir den 8. Dan zu verleihen und dir dafür den Respekt, die Anerkennung und die Ehre, die dir gebührt, zukommen zu lassen. Ein Zeichen, wie wir dich wertschätzen. Für mich ist eine ganz große Ehre, dass ich da mit dabei sein darf. Das freut mich total. Wir kennen uns ja auch schon länger, du warst schon länger Präsident als ich, auf alle Fälle. Und hast mich eigentlich immer sehr oft, muss ich sagen, unterstützt. Warst auch oft sehr kritisch, aber das Gute ist an dir, mit dir kann man streiten und sich trotzdem nachher wieder vertragen. Also da bleibt gar nichts hängen, sondern du sagst deine Meinung, du sagst auch meine Meinung. Und irgendwie haben wir uns dann immer wieder geeinigt. Ich denke, du hast nicht nur den Verband in Baden weit mit nach vorne gebracht, sondern dass auch uns in Deutschen Jiu-Jitsu-Sport viel genützt. Für ein ganz herzliches Dankeschön und Glückwunsch nochmal von mir. Der steht stellvertretend als Dank des Verbandes
an Jeanette, an die Frau vom Rainer, die oftmals auf den Rainer verzichten musste oder, ich befürchte, nicht die besten Launen aushalten, wenn es da mal irgendwo wieder überschwappig ist. Aber ihr habt es toll gemeistert. Jeanette, vielen Dank auch dir. Ich bin total überwältigt, auch von euch. Es wurde so ein oder andere angesprochen. Ich bin tatsächlich seit 50 Jahren auf der Matte. Ich habe im ersten Mannheimer Jugendclub angefangen, im Hinterzimmer einer Kneipe. Wir haben die Matten gelegt und dann hat es dauernd noch Schnitzel und Pommes gestrüppelt. Und der Gie auch. Ich habe viele, viele Erlebnisse gehabt und ich freue mich darüber, dass viele meiner Freunde, die mich über all die Jahre begleitet haben, heute hier sind. Achim, danke. Wir haben ja, so fast 40 Jahre zusammen auf der Matte verbracht. Dann Güter, herzlichen Dank. Wir waren immer konstruktiv miteinander unterwegs. Freundschaftlich. Und hat uns beide nach vorne gebracht. Michael, herzlichen Dank für all die Jahre deiner Freundschaft. Und Roland, dass du heute hier bist, ist eine besondere Ehre. Ich danke euch allen für diese Atmosphäre, für diese Kulisse, für die Ehrung, die ihr mir heute habt beibehalten lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nicht um halb. Nee, 13:30 Begrüßung, 13:45 laufen die Einheiten. Wir haben jetzt 7 Minuten Verspätung. Vergesst, wenn ihr 5 Minuten schneller haben wir es wieder raus. Jetzt zum Thema Stock, zum Thema Pistole, zum Thema mehrere Gegner, zum Thema unbewaffnet und so weiter und so fort. Es wird über die AGSV Baden pro Halbjahr 2 Lehrgänge geben zu unterschiedlichsten Themen, die vorbereiten sollen für sogenannte Szenarientrainings. Szenarientrainings sind so die Creme de la Creme des Selbstverteidigungstrainings mit Vollschutzausrüstung. Ihr werdet in Situationen, in alltägliche Situationen gebracht und wisst erstmal nicht, was auf euch zukommt. Wie in der Realität auch. Ihr sprecht mit Leuten, ihr könnt das verbal deeskalieren. Wenn ihr darin gut seid, kann das Szenario komplett ohne Gewalt ausgehen. Seid ihr in dem Bereich nicht ganz so fit, wird das Ganze irgendwie gewalttätig. Ihr wisst nicht, sind das 1, 2, 3 Leute, haben die Waffen einstecken, greift mich einer an, greift mich mehrere an, so wie ihr es in der Realität auch nicht wisst. Aber halt nur so nah dran, wie es der Sicherheitsaspekt zulässt. Sprich, es ist ein Kameramann dabei, es ist ein Safety Guy dabei, das jederzeit abgebrochen werden kann, wenn es irgendwie zu gefährlich wird. Wer weitere Fragen dazu hat, der liebe Günther Meyer ist da, der Ralf Pfeiffer, die hier vor Ort sind, die können euch wesentlich mehr dazu sagen. Oder schaut auf Facebook AGSV Baden oder Seite AGSV im Jiu-Jitsu/Jiu-Jitsu. Da werdet ihr alle möglichen Daten finden. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß heute. Verletzt euch nicht. Vielleicht sehen wir uns auf irgendeinem Lehrgang dieser Welt wieder. Wir sind immer für Sie unterwegs. Ihr Oliver Döll von TV Überoriginal. Bis zum nächsten Mal.